Hallo zusammen und weiter geht's mit Ghost Recon Breakpoint. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich euch. Ich bin heute den ganzen Tag über die Map gelaufen und habe mich um diese Fundstücke hier gekümmert. VIP-Profile gesammelt, so viel es ging. 88 von 92. Na, dann um ein bisschen über die Welt und Lagerinfos. Wie gesagt, hier ist noch ein bisschen Luft nach oben. Und dabei bin ich dann zufällig an eine Zivilistin geraten, die mir eine weitere Nebenmission zugewiesen hat. Die will ich jetzt mal spielen. Und zwar muss ich in diese Drohnenstation hier eindringen und dort kontrollieren, was passiert ist. Die Zivilistin hat mir Folgendes erzählt. Sie hatte wohl mit Freunden ein bisschen über den Durst getrunken, gefeiert. Und dann sind sie auf die Schnapsidee gekommen, Sentinel-Basen und Transporte etc. zu überfallen. Und irgendwie haben sie dann rausgefunden, dass es hier eine Drohnenstation gibt und dort sind sie eingedrungen. Deshalb heißt das die wahrscheinlich auch Hausfriedensbruch. Und alle Zivilisten, die dort eingedrungen sind, sind wohl vollautomatisch von irgendwas Unbekanntem erschossen worden, außer die eine, die das mir berichten konnte. So, das Gebiet sieht aber heftig aus hier. Da muss ich erstmal eine Drohne hochholen. Oha. Oh ja, Jungs. Oh oh. Das ist genau das, was ich brauche. Azrael. Und Wolves sind auch dabei. Na, dann gibt es hier Party gleich. So. Das soll man mal eine KI machen. Und wo sind die Wolves? Na, dann schnapp ich immer die Wolves. Damit ich in Ruhe diese Drohnenstation eindringen kann. Oh, die Wölfe sind eigentlich so weit weg. Ist eigentlich egal. Oder? Die interessieren mich nicht. Solide Arbeit. So, nochmal Richtung Drohnenstation vordringen. Aber wenn der Weg hier schon dahin so stark bewacht ist, bin ich gespannt, was mich da erwartet. Ich hoffe, dass die Mission dann hier nicht gleich zu Ende ist, sondern ich noch weiterspielen kann. Ich vermute, es geht um irgendwie eine vollautomatische Drohne, die Zivilisten oder Eindringlinge getötet hat. Mal gucken, was da los ist. Na komm. Also ich war schon öfters bei Drohnenstationen, ich glaube bei dieser hier noch nicht. Oder? Kenne ich die? Na, ich glaube, die kenne ich nicht, oder? Hier ist eine Drohne im Luftraum. Nehme mich in Stellung. Eine Sniper am Start hier. Ziel erfasst, bin bereit. Sichtkontakt zu einem geschützten Turm. Keine echten Gegner, was ist das denn? Sehr ungewöhnlich. Ich gehe sofort. Flugdrohnen beobachten. Nur von Drohnen bewacht? Ja, das ist ja cool. Sich um den Geschütz hier kümmern, dass wir weiterlaufen können. Aha, ich glaube, das wird das Problem sein, dass das hier alles voll automatisiert bewacht war.
Und ich denke, das hat die Zivilisten erledigt hier. Weil die haben gesagt, aus dem Nichts wurde geschossen. Na komm, explodier, Bombs. So. Muss ich wahrscheinlich, damit ich hier Nachforschung anstellen kann, entweder irgendwo den Strom abklemmen oder erstmal diese vollautomatischen Dinger hier entsorgen. Das ist noch eins. Was ist das denn hin? Also am besten kriegt man die Dinger kaputt, wenn man in dieses rote Licht reinschießt. Das funktioniert eigentlich bei allen Drohnen gut. In deren... Nehmen wir an, das ist der Markierungslaser oder was auch immer. So, und jetzt muss ich hier wohl Nachforschung anstellen. Gucken, was hier los ist. Na, kann ich hier nicht rüber? Warum? Ah. Gut, die Drohne tut mir nichts. Ja, hier mal rein, mal gucken, was hier Sache ist. Hier liegen auf jeden Fall keine Infos rum. Auf jeden Fall liegen hier Tote. Das werden die Zivilisten sein, ja. Nehme ich mal an. Aber was ich nicht verstehe, wie die es überhaupt hierher geschafft haben. Denn die automatisierten Geräte legen ja sofort los. Da oben ist noch eine Kiste. Aber ich finde kein Informations- oder Fundstück. Der Dubios muss ja auch noch hoch. Wie heißt der Auftrag? Nach Überlebenden suchen. Ach so, Gott. Dann werden die sich wahrscheinlich irgendwo verkrümelt haben. Das heißt, ich muss jetzt hier jedes Plätzchen absuchen. Jede Öffnung wahrscheinlich. So, wo könnte man sich verstecken? Da oben vielleicht. Auch tot. Was gibt's hier? Da könnte man sich verstecken. Da oben ist was. Da oben ist jemand. Oder? Hab ich mich verguckt? Doch, da ist jemand. Auch hier. Ein Überlebender? Ein Techniker. Und ich überlebt hier. Tja. Da noch hoch. Das sind Tiere. So, dann könnte es nur noch da sein, wo die Scale-Credit-Kiste ist. Die mir da angezeigt worden ist. Die scheint irgendwo, ich würde sagen, im Bauch der Anlage zu sein. Also muss irgendwo runtergehen. Ja, muss irgendwie reingehen. Nur wo? Jetzt hier irgendwo runter? Nee. Hier rüber. Da unten geht ein Weg runter. Vielleicht können wir dann so eine Art Höhle kriechen. Den Loot hier mitnehmen. Moment, hier geht's rein. Jo. Also gibt es hier eine Art Höhle. Oder auch nicht, doch. Aber. Doch, hier geht's. Na. Na komm. Sind da hoffentlich die Überlebenden drin? Das Ding jetzt nicht auf. Geht nicht, doch. Also ist das die Anlage Bunker. Würde mich aber interessieren, wie der Kerl, das heißt ja der Überlebende, also es wird das keine Frau sein,
Wie ist der den Bunker hier geschafft hat? Aber. Moment. Guck ich da weiter? Was bin ich hier drin? Hier ist aber niemand. Moment. Oder gibt es hier noch mehr Bunker? Moment. Ach, eine andere Drohnenstation. Muss ich zur nächsten Drohnenstation, ja. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Hä? Was ist das denn? Er ist im Bunker? Jetzt muss ich zu dem Techniker da oben? Was ist das denn? Na, das buggt wohl. Zuerst stand mit dem Überlebenden sprechen, er ist im Bunker. Und jetzt muss ich zu dem Wartungstechniker da oben. Naja, Gott. Schauen wir mal. Oder ich muss hier was hacken. Ne, mein Freund Wartungstechniker ist noch da. Moment, einmal reden. Ich wäre drin gestorben, wenn sie nicht gekommen wären. Wie sind sie denn da reingekommen? Ich habe einen Sicherheitsbereich eingerichtet. Dachte, damit kämen keine Bedrohungen rein. Aber dann bin ich nicht mehr rausgekommen. Vielleicht denken sie nächstes Mal vorher nach. Ihr Fehler hat Leute verletzt und hätte Leben kosten können. Es tut mir leid, ehrlich. Die Programmierung gerät etwas außer Kontrolle. Ernsthaft, ich wäre da drin verhungert, wären sie nicht gewesen. Sind sie aber nicht. Es geht ihnen gut. Sagen sie, was ist eigentlich noch so in ihrem Bunker? Nicht viel. Aber wissen sie was? Wenn sie etwas haben wollen, nehmen sie es sich einfach. Ich werde hier definitiv keinen Fuß mehr reinsetzen. Ja, also diese Logik habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Und das war's schon. Er ist angeblich im Bunker. Jetzt ist er da oben. Na, egal. Ich kann hier unten nochmal im Bunker gucken. Er hat ja gesagt, ich kann mir nehmen, was ich will, aber da wird ja nichts mehr drin sein. Das gucke ich jetzt noch schnell. Das war eine Mini-Nebenmission. Wahrscheinlich, um das Ganze so ein bisschen aufzulockern, die Geschichte. Die andere Nebenmission, die ich ja so gespielt habe. Ne, ist doch nichts drin. Wahrscheinlich meinte er die Scale Credits, da komme ich nicht weiter. Naja gut, dann war's das hier. Ich sag danke fürs Zusehen und tschüss bis zur nächsten Folge. Macht's gut.